Willkommen zusammen zu einer neuen Folge vom LS19 Felsbrunn Projekt. In dieser Folge werden wir mit der Haferernte beginnen und werden vermutlich auch die Eier wegbringen. Ich würde sagen, wir starten den Motor und werden dann direkt mal zum Feld fahren. In der letzten Folge hatten wir das große Problem, ich habe geduldig darauf gewartet, dass Unkraut wächst. Aber es stand ja immer 0%, es wurde auch keins angezeigt. Auf der anderen Feldseite war es allerdings schon soweit und zack, hatten wir die richtige Stelle verpasst. Dann habe ich so ein bisschen überlegt, was machst du jetzt? Ich glaube, das war ein bisschen eng für unseren Drescher. Was machst du jetzt? Fährst du jetzt irgendwie zum Händler? Machst du nochmal einen Auftrag? Und versuchst du dann die Feldspritze zu kaufen? Wie kriegst du es jetzt am besten hin? Ich habe mich dazu entschieden, nicht zu spritzen. Und jetzt werden viele von euch sagen, Ansgar, du bist faul oder so. Oder Ansgar, das ist ja dumm, weil du hast wesentlich geringere Erträge. Und damit habt ihr auch total recht, dass ich wesentlich geringere Erträge habe. Aber ich dachte mir, erstens, wenn man sich was vornimmt und das dann irgendwie nicht hinbekommt, wohl wissend, dass diese Wachstumsstufe gerade beim Vorspulen schnell vorbei ist, dann muss man einfach mal damit klarkommen. Und zweitens dachte ich mir, dass diese Spritze ist so teuer, da müsste ich schon ein paar Aufträge machen, um die dann zu kaufen. Und ich dachte mir einfach, komm, wir ernten das jetzt einfach und werden hoffentlich daraus lernen und werden diesen Fehler hoffentlich in den nächsten Folgen nicht mehr machen. Das ist die Idee. Ich hoffe, wir können die so umsetzen. Und dann müssen wir uns ja noch Gedanken machen, wie wir das eigentlich mit dem Pflügen machen. Ich denke, ich werde einen extra Pflug kaufen und werde nicht den Tiefenlockerer nehmen, weil wir haben keinen Trecker, an dem wir diesen Tiefenlockerer anhängen können. Unser John Deere, der hat keine Fronthydraulik, keine Frontkonsole. Das heißt, wir können an der Front nicht den Zusatztank anbringen. Das heißt, dieses ganze Paket, dieses Kuhn-Paket wird da überhaupt nicht funktionieren. Und beim Case ist es so, das habe ich jetzt natürlich beim John Deere überhaupt nicht ausprobieren können, aber beim Case ist es so, dass das ganze Ding dann nach hinten kippt und man damit eigentlich gar nicht richtig arbeiten kann. Auch das ist nicht richtig gut, deswegen werde ich den Pflug einfach gesondert nehmen. So, ihr habt euch auch immer ein bisschen mehr Innenperspektive, glaube ich, gewünscht. Deswegen fahren wir heute mal ein bisschen in der Innenperspektive. Ich werde die Ballen wieder zu Stroh machen. Und dann werde ich mir vermutlich den Ballensammler kaufen, weil es einfach ein bisschen simpler ist. Damit sind wir ein bisschen flotter unterwegs. Den gibt es ja mittlerweile als Mod. Und genau, so soll das dann weitergehen. Und den Hafer werden wir natürlich in erster Linie dazu verwenden, unsere hübschen Pferde zu versorgen. Die habe ich ja fälschlicherweise immer mal Kühe genannt. Fast hätte ich es gerade auch gesagt. Aber ich habe es mir noch verkneifen können. So. Und dann, damit wir nicht heute die ganze Zeit mit dem Ernten beschäftigt sind. Also normalerweise, wenn man selbst spielt, ist es ja immer so, dass man dann eine Aufgabe erst komplett zu Ende macht und dann erst die nächste macht. In den Let's Plays versuche ich immer so ein bisschen abwechslungsreich das zu machen, sage ich mal. Also ich versuche jetzt hier erstmal den Drescher voll zu bekommen und dann geht's weiter. Dann werde ich das Ganze abfahren und dann werde ich mich nochmal am Ende der Folge ein bisschen um die Pferde kümmern und vielleicht auch noch die Eier wegbringen. Sind halt alles Sachen, die müssen sowieso gemacht werden. Und ob wir die jetzt genau, also ob wir das jetzt alles nacheinander machen oder so etwas gemixt, ist, glaube ich, der Aufgabe ziemlich egal. Und ich glaube, es ist halt, wie gesagt, ein bisschen abwechslungsreicher. So. Ich überlege, ja, nee, ich glaube, ich mache es nicht mit dem Helfer, dass ich den Helfer hier schon mal drauf schicke, damit der hier ein paar Ballen macht. Weil der macht dann relativ viele unnötige Bahnen. Nehme ich an. Wäre halt top mit Follow-Me-Mod. Mit Follow-Me wäre es richtig easy. Da könnte man den einfach hinten anhängen, sozusagen. Und dann macht er seine Arbeit. Und, ja, das geht aber hier nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt einfach mal damit begnügen. Ja, die Ernte ist echt nicht so pralle, ne? Wir haben nicht gepflügt. Wir haben nicht Unkraut entfernt. Wir haben immerhin komplett gedüngt, aber naja. Das hätte schon ein bisschen besser ausfallen können. Gut, aber es ist jetzt wie es ist. Und wir machen jetzt einfach das Beste draus. Und ich denke, die Ressourcen werden auch reichen, um unsere Pferde relativ lang zu versorgen. Und die Idee ist ja sowieso, dass wir dann mit den Pferden
Geld verdienen werden. Ich hoffe, dass das aufgeht, dieser Plan. Ich habe mir vor der Folge noch mal ein bisschen angeguckt. Ist ja immer so bei so einem großen Spiel, dass dann auch größere YouTuber irgendwie so ein Spiel spielen, ne? Und das finde ich eigentlich auch immer gut, weil es das Genre ja voranbringt. Allerdings gibt es dann auch immer so ein paar, die hauen manchmal so Schoten raus. Da denkt man sich, was ist los mit dir? Das war zum Beispiel einer, den ich jetzt gerade gesehen habe, also... Der hat irgendwie seine Meinung zum LS19 gesagt oder sowas. Da dachte ich mir, guck's mal rein. Ist ja auch immer interessant, was andere sagen. Er hat sich beschwert, dass man so wenig Geld bekommt für die Erträge. Und dann stellte sich raus, dass er... Also, ich habe mich halt gewundert. Da gab es relativ viele Dislikes. Dann habe ich mir mal angeguckt und so. Und dann habe ich mir natürlich auch die Kommentare kurz durchgelesen. Und dann haben die diesen YouTuber freundlich darauf hingewiesen, dass er deshalb so wenig Geld verdient, weil er im schwersten Modus... spielt. Das war es mal wieder komplett dann bei diesem YouTuber, also an der Stelle Props. Ich meine, sowas kann passieren, aber es ist halt immer ein bisschen lustig dann anzusehen. Naja. So. Ich meine, ich mache ja auch manchmal Schoten und sowas und da denkt man sich sicherlich auch manchmal, holy Guacamole, das, was macht er da? Aber... sowas kommt halt vor. Okay, so, gleich ist er voll. Dann werde ich, glaube ich, kurz den Helfer übernehmen lassen, sobald der leer ist. Und dann kann der kurz weitermachen, während wir dann den ganzen Hafer wegfahren. Boah, das ist aber echt, da können wir sogar noch ein bisschen was einlagern. Wir haben leider kein Hofsilo aktuell, aber vielleicht können wir uns das ja irgendwann mal kaufen. Müssen wir mal schauen. Ich traue innerlich immer noch dem Pferdeanhänger nach. Den finde ich mit am coolsten hier. Da hat mich auch kann ich ja kurz mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da habe ich nämlich letztens eine E-Mail bekommen von der Firma, die diesen Anhänger hergestellt hat. Und die haben mich gefragt, ob die mein Thumbnail, also den Screenshot, verwenden dürfen auf irgendeiner Seite oder sowas. Habe ich natürlich gesagt, ja klar. Ich meine, gehört mir auch überhaupt nicht so die Rechte daran sozusagen. Aber... also, weil es ja aus dem LS ist und wenn die mit dem LS da irgendwelche Verträge haben, klar. Aber fand ich auf jeden Fall ganz witzig. So. Und ich denke, bei 9000 Litern wird Schluss sein, ne? Oder 10.000? Wir werden es sehen gleich. Aber wir kommen auf jeden Fall ganz gut voran. Und auch wenn dieses Feld natürlich klein ist, das ist ja klar, bekommen wir doch relativ gute Erträge da raus. Und wir haben endlich die Möglichkeit, hier auch mal ein bisschen was zu schaffen auf der Farm. Wir haben bis jetzt sehr, sehr viel Geld investiert und haben wenig daraus bekommen. Ja, müssen wir mal gucken, wie das jetzt in Zukunft ist. Aber ich denke, also ich setze große Hoffnung in die Pferde. Ich will ein bisschen was stehen lassen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Muss ich ein bisschen gewissenhafter machen. So. Na, 10.000 Liter werden da vermutlich reinpassen, ne? Gleich ist das Ding voll. Boah, doch, das geht aber schon. Also man hätte den Ertrag sicherlich höher ausfallen lassen können und das ist auch allein meine Schuld. Das möchte ich auf niemanden abwälzen, das war allein meine Blödheit. Aber es ist jetzt auch keine Katastrophe hier. So. Liter. Gleich ist es soweit. Und dann werde ich kurz abladen. Ich warte inständig, warte jeden Tag darauf, dass es irgendwie schon News so, dass es zumindest die Nachricht gibt, ja, Kursplay kommt für den LS19. Aber bis jetzt gibt es da leider noch keine Nachrichten, die in diese Richtung gehen. Schade, schade. So.
Jetzt gleich ist voll. Gleich streikt er. So, da haben wir's. So. Müssen wir jetzt einmal kurz rübergehen, dann würde ich sagen, nehmen wir den Case. Ich mache den Frontlader auch nicht ab. Da haben auch viele, früher habe ich den manchmal abgemacht, weil dann einige geschrieben haben, ey, was willst du mit einem Frontlader auf dem Feld? Aber ich glaube, in der Realität ist es auch so, dass man den dann im Zweifel doch dran lässt, oder? Es ist ja auch irgendwie zu mühsam, das ständig abzubauen. So, damit dürfen wir natürlich nicht durch die Frucht fahren, ist ja klar, aber machen wir auch nicht. So. Und dann kümmere ich mich gleich noch um die Eier. Dann haben wir die nämlich auch mal verkauft. Und dann haben wir endlich mal ein bisschen was auf der Farm geschafft hier. So. Einmal überladen. Ich schieb mal den Helfer rein. Wir fahren so ein bisschen nebenher. Kannst ruhig offen lassen hier, Kollege. Und noch ein bisschen was mitnehmen. Fehlen noch 7000 Liter ungefähr. 6000. So. Ist gleich. Muss ja kurz wenden. Ich möchte das einmal kurz komplett auffüllen. So, okay. Dann kann ich nämlich das jetzt alles schon zum... Und da sieht man, wie riesig der Drescher ist und wie klein unser Kipper dagegen ist, ne? Also, wie wenig Kapazität der hat. Beim Drescher haben wir uns schon ordentlich gegönnt. Also, gut, dieses Bandlaufwerk, da muss ich sagen, das war schon wirklich eine dumme Investition. Das gebe ich auch gerne zu. Da mache ich auch keinen Hehl draus. Aber so von der Arbeitsbreite und von der Leistung her und so, gefällt mir das schon ganz gut. So, und dann brauche ich noch eine Schaufel. Die muss ich mir dann bald mal kaufen. Möglichst sehr bald. Ach, hier ist ja Quatsch. Wir müssen ja hier weiter. Die nehmen nämlich nur Weizen oder Gerste. Sehr wählerisch. Das heißt, wir werden als nächstes Weizen ansäen. Dann haben wir nämlich erstmal Hafer für unsere Pferde. Ich glaube, ja, haben wir schon gedacht. Ich glaube, das war auf der anderen Seite. Und hier wollte ich ja noch, genau, hier brauche ich auch bald den Pflug. Mensch, so viel zu tun auf unserer Farm. Hier brauche ich ja bald den Pflug, dann können wir hier nämlich noch Rasen machen und dann können wir hier raus Heu machen. Auch wenn das natürlich keine Monstererträge sein werden, aber für die Pferde reicht es dann hoffentlich. So, gucken wir gleich einmal. Ah, okay, jetzt ist schon voll, jetzt sind die schon komplett versorgt. Und dann muss ich mir halt echt mal überlegen, wo ich das jetzt alles verstauen soll. Naja. Also wo ich den ganzen Hafer lagern soll. Das wird noch lustig. So, jetzt aber erstmal Eier verkaufen. Nehme ich das noch schnell mit, das Paket. Und dann... wie macht man es hier nochmal? Mit der Taste L. So, okay. Gucken wir mal, wer hier Eier nimmt. Wo kriegen wir den ganzen Bums los? Hier ist man sich nicht sicher, ne? Kartoffel oder Ei? Man weiß es nicht. So, aber ich denke mal, hier, das sieht doch gut aus. Und die Getreidemühle, ausgerechnet die Getreidemühle zahlt den besten Preis für Eier. Na, natürlich. Dann müssen wir jetzt zur Getreidemühle fahren. Ich glaube, die ist hier oben, ne? Markierung setzen. So, Richtung Feld 14. Die ist ja auch gar nicht so weit entfernt. Na gut, dann fahren wir mal wieder eine Runde mit dem Gator hier.
Ich glaube, hier in die Richtung ist das, ne? Ja. Und dann nach vorne wieder rechts. Hier, rechts. Fahr ein bisschen weit links gerade. Dann gucken wir mal, was wir so pro Paket bekommen. Ich nehme mal an, dass es jetzt... Also es stand ja gerade da. Ich nehme an, das ist jetzt kein... Da wird man jetzt nicht reich mit den Hühnern. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da Geld versenkt. Also ein bisschen lukrativ wird es schon sein. Es ist ein netter Nebenverdienst. Ich denke, wie in echt. Also in echt braucht man vermutlich auch riesige Hühnerfarmen. Das ist ja teilweise echt widerlich, wie das, also, naja. Aber da braucht man vermutlich riesige Hühnerfarmen, dass sich das richtig lohnt. Und viele, die so ein bisschen, so ein paar Hühner haben. Ich habe mal so eine Reportage gesehen, da ging es irgendwie darum, dass einer dann irgendwie keine Lust mehr hatte auf das Landwirtleben und irgendwas studieren wollte oder sowas. War ganz interessant. Aber der hatte auf dem Hof seiner Tante, war es glaube ich, oder seiner Eltern, ich weiß es nicht mehr genau, hatte der halt auch alles so richtig vorangetrieben und hatte dem Hof dann so ein Hühnermobil gekauft oder sowas. Und dann hatte der Hof da ganz viele Hühner und dann hieß es, ja, ich gehe jetzt studieren und so. War natürlich auch mit. Und dann, also war natürlich auch für die Besitzer da ein bisschen traurig, weil die dachten, der übernimmt das und so weiter. Und dann saßen die da auf diesem Hühnerstall, auf diesem riesigen, und mussten den irgendwie verwalten. Und so lukrativ war es dann wohl gar nicht. Ich glaube, hier muss ich schon rein, ne? Fahre ich mal kurz durch den Busch. Da vorne muss ich hin. Ja, hätte ich doch nicht reingemusst. So, und dann hier nochmal rein. So. Gucken wir uns das mal an. Wie genau muss man sich das jetzt vorstellen? Müssen wir das jetzt hier ablegen, oder? Kurz schauen. Ah ja. 34 Euro, da werden wir reich mit. Das ist hier nix. No, oh, 9 Euro, Leute, der Laden läuft. Ich muss mir um Geld keine Sorgen mehr machen. Das war ja mal ein absoluter Reinfall hier. Ich dachte, es gibt schon so 200, 300 Euro. Oh Mann, oh Mann. Ich meine, die Pakete waren auch nicht ganz voll, die wir hier abgegeben haben, ne? Aber da hätte ich jetzt echt ein bisschen mehr gedacht. Naja, haben wir das auch mal gemacht. Da würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, langsam geht's voran mit unserer Farm. Langsam sind die finanziellen Probleme so einigermaßen im Griff. Langsam sind die Pferde versorgt. Langsam wissen wir, was zu tun ist, wann es zu tun ist und was man nicht machen sollte. Und wenn ihr ähnliches Gefühl habt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was wir so für Projekte in der nächsten nahen Zukunft angehen sollen. Und in diesem Sinne sage ich einfach vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.